einfaches Video, wirklich absolut Do's and Don'ts, was Dating angeht. Also ich habe da wieder in der letzten Zeit wieder, aber wieder so viele Sachen gehört, wo man sich das Leben einfach so schwer macht und es wird einfach nicht ernst genommen, so wirklich absolute Basistipps, und dann wundert man sich immer wieder, dass Schwierigkeiten auftreten. Heute übrigens letzter Tag, wo mein Breaking Good, mein Liebeschip-Traumakurs vergünstigt ist noch. Der geht auch heute dann direkt los, zusammen mit noch ein paar anderen Kursen. Ich glaube, Manifestations-Challenge, Selbstliebe-Challenge findet ihr alles auf liebeschip.de. Und genau, ja, heute deswegen mal keine E-Mail. Ich sage jetzt einfach mal so hier frei nach Schnauze, ja, die allerwichtigsten Tipps. Also mein erster Tipp ist natürlich immer, halte ich fern von Online-Dating. So, ne? Also nicht, dass das alle Probleme löst, überhaupt nicht. Und nicht, dass es Gruppen gibt in unserer Gesellschaft, wo man vielleicht sagt, ja, okay, ohne Online-Dating hätten die wirklich Schwierigkeiten, wenn du in so einer Nische datest, alles gut. Aber wirklich mein größter Tipp ist immer, wirklich hol dir so Smalltalk-Fähigkeiten, quatsch wirklich jeden Tag mit Leuten, auch wenn du eigentlich keinen Bock hast. Und über dieses mit Leuten quatschen, kommst du in so eine Gewohnheit rein. Und ja, quatsch dann eben auch mit jemandem, den du vielleicht mal attraktiv findest. Und dann ist es nur noch ein Schritt zu sagen, hey, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen oder wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und zack, bist du im Date, ne? Also, ja. Dann zweites natürlich, wenn jemand dich nicht wichtig nimmt, dann nimm du ihn auch nicht wichtig. Das ist wirklich einer der wichtigsten Ratschläge. Also da wird immer wieder drüber weggeguckt. Das wäre eigentlich schon so der nächste Tipp mit der Attraktivität. Ne? Also guck jetzt nicht drüber hinweg, wenn jemand super attraktiv ist, dass du dann sagst, ja, also wenn der jetzt attraktiv ist, ja, dann lasse ich dem eben Dates verschieben, dann ist mir noch alles scheißegal und dann sehe ich über dem Red Flags hinweg, Hauptsache ich date diesen attraktiven Menschen. Nein. Das ist egal, wie attraktiv jemand ist, du hast deine Standards, du hast deine Dealbreaker, und dazu gehört eben auch vor allen Dingen, dass wenn jemand nicht so am Start ist beim Dating und sich so dahin schleppt, ja, das, man muss ihn, also ich würde, also am einfachsten wäre es dann gleich zu beenden, aber selbst wenn du sagst, ja gut, muss man jetzt ja nicht gleich beenden, dann schleppt es sich von deiner Seite eben genauso, denn hast du auch keine Zeit, machst auch andere Sachen, ja. Dann, geht in die gleiche Richtung, wenn jemand nicht exklusiv sein will, ja, dann willst du auch nicht exklusiv sein, ne? Also bettel nicht darum. Ich würde sehr viele Leute, die am Liebeschip arbeiten, würde euch sehr raten, nur exklusiv, also zumindest so sexuell, nur exklusiv zu daten. Aber wenn ihr meint, braucht ihr nicht, also dann überhaupt wichtig ist, dass du nicht loyaler bist als dein Date und das darf machen, was es will, aber du bist so co-abhängig und denkst, nee, aber ich mach das jetzt nicht und vielleicht mach das dann auch nicht. Mein Date will dann auch exklusiv sein. Nee, so funktioniert's nicht. Es funktioniert wirklich alles nur heutzutage mit Standards und Dealbreaker. Das ist natürlich schon der nächste Tipp, die solltest du einfach haben. Standards und Dealbreaker, setz dich hin und schreib dir mal auf, was sind No-Gos beim Dating? Und dann schreib dir auf, was wünschst du dir eigentlich? Was sind 10 Eigenschaften, die ein Date haben sollte? Was sind 10 Eigenschaften, die du nicht haben willst vom Date, schreib sie wirklich mal auf. Selbst wenn du meinst, du hättest das auf dem Schirm, hast du es wahrscheinlich nicht auf dem Schirm, was dazu führt, dass man die falschen Leute datet. Ne? Weil nur wenn das dein Unterbewusstsein das wirklich weiß, ah, das suchen wir jetzt, ne? Dein Gehirn ist wirklich wie so ein Erfüllungsgehilfe. Ne? Das will dir das geben, was du wirklich haben willst. Aber wenn du kein, das ist wie ein Navigationssystem, wenn du aber keinen Kurs eingestellt hast, wo dich dein Navi hinleiten soll, dann fährst du im Kreis, fährst wie wild durch die Gegend so. Und dann nächster Tipp, halt dich auch an deine Standards und Dealbreaker. Das ist auch immer wieder, dann haben Leute Standards und Dealbreaker und dann kommen wir wieder zum vorherigen Punkt, eigentlich nur weil jemand attraktiv ist, werden die wieder runtergeschluckt. Ne? Und je weniger du jemanden kennst, umso strenger musst du sein. Ne? Das ist auch das, wenn du jemanden online datingst, du kennst nichts von denen, das kann sonst was sein, das kann wirklich jemand sein, den du mit der Kneifzange nicht anfassen würdest, wenn du ihn kennen würdest, also sei vorsichtig, date langsam, nimm nicht immer das Positivste an so, und guck wirklich von Date zu Date so, ne? Ja, dann nächster Tipp, date nicht Leute, mit denen die du in die Friendzone steckst. Und natürlich auch nicht Leute, die dich in die Friendzone stecken wollen. Also wenn dich jemand in die Friendzone stecken will, dann sagst du nicht, ja, dann sind wir eben befreundet und darf ich dir deinen Kühlschrank hochtragen und vielleicht daten wir doch irgendwann.
Während du mir erzählst von den Typen, die du wirklich datest und ich muss mir das anhören, beim Kühlschrank hochschleppen. Nee, wenn ich jemanden in die Friendzone schicken will, dann sagst du, ja, fuck it, hab ich keinen Bock drauf, hab schon genug Freunde, lass mich in Ruhe. Und wenn du jemanden in die Friendzone stecken willst, dann date den auch nicht, weil, ja, ist ja dann irgendwie nicht ehrlich, ne? Dann strengt er sich an und was weiß ich. Und führt aber zu nichts, ne? Gut, dann nächster Tipp. Denk nicht, dass Leute, die du so unter dir einordnest, so, also so ligamäßig, ne? Vielleicht denkst du, ach, ich gebe mal jetzt diesem Typen eine Chance. Da kriegt ja sonst keiner ab irgendwie. So. Was soll schon passieren? Der wird mir schon nicht wehtun. Nein, selbst Leute, die du, in Anführungsstrichen, unter dir einordnest, können dir total wehtun. Die können dir sogar manchmal noch mehr wehtun, weil wenn dich jemand versetzt, den du so 5 Liga Liegen unter dir eingeordnet hast und der lässt dich stehen und der versetzt dich, dann dann kriegst du noch viel mehr Selbstzweifel und denkst, was ist denn hier los? Wieso versetzt der mich? Ja, das ist doch, gut, ich meine, es gibt eigentlich so Liga ist natürlich immer ein schwieriges Konzept, aber ihr wisst schon, was gemeint ist. Also nur weil ihr meint, jemand wäre safe, heißt es überhaupt nicht, dass er safe ist so, ne, und dass nichts passiert. Ja, dann schreibt nicht so viel. Wirklich. Ich würde wirklich, ich weiß, dass es lieben, es ist heute so ein Trend, dass geschrieben wird und geschrieben wird und geschrieben wird. Leute, das bringt euch keinen Millimeter weiter. Was ist euer Ziel? Ihr wollt jemanden daten, ihr wollt mit dem auch mal kuscheln, ihr wollt mit dem auch mal Taucheranzug in den KitKat Club. Nein, wahrscheinlich nicht, aber irgendwas erleben. Und also wenn ihr Brieffreunde sucht, dann geht auf brieffreunde.com oder so. Weißt du? Macht das, aber hört mal mit diesem Geschreibe auf. Es bringt nichts, es erzeugt eine Nähe, die komplett künstlich ist. Und es gibt Leute, ja, vielleicht weil sie auch so viele andere parallel daten, die halten euch so im Loop durch Getexte, wo es aber nie zu Date kommt. Also deswegen lasst das, geht vom Handy weg. Entweder sagt ihr so, wann sehen wir uns? Und wenn da jemand sagt, nee, weiß ich nicht, dann sagt ihr, ja, melde dich wieder, wenn du Zeit hast. Also muss man jetzt auch zwischendurch nicht daten, habe ich keine Lust so, nicht schreiben. Beziehungsweise warte darauf, dass dein Gegenüber dich für ein formales Date einlädt und fertig ist die Laube, ne? Also lass dich nicht auf so ein Geschreibsel ein, ne? Also manchmal denkt man matcht wie verrückt, um dann nur festzustellen, nach den berühmten 3 Sekunden auf dem Date oder 0,3 Sekunden, dass man weiß, das wird nie was, egal wie gut wir schreiben können, es wird. Ich kann diesem Menschen nicht schlafen, es geht einfach nicht. Ja. Also macht überhaupt keinen Sinn so, ne? Dann, ja, was ich immer wieder sage, lasst euch Zeit, ein Date die Woche, nicht mehr als 2 Stunden oder 90 Minuten oder vielleicht noch besser oder maximal 120 Minuten. Wie gesagt, geht nicht in so einen Fantasiemodus, guckt euch an, was ist wirklich die Realität, nicht was ist die Fantasie, ne? So, lasst euch auch nicht so einschleimen von so Lovebombing und was weiß ich. Und wenn so Red Flags passieren, wie dass jemand immer zu spät kommt oder auch nur einmal deutlich zu spät kommt, Kellnerin, Kellner schlecht behandelt, was auch immer, ja, aus die Maus. Ne? Nicht immer dieses 20 Chancen geben. Also in meinem Leben hat das noch nie funktioniert, jemandem so mehrere Chancen zu geben. Aber die Leute immer sowieso das Gleiche machen. Ne? Klar, wenn, wie gesagt, was ich immer sage, wenn Außerirdische die Stadt besetzt haben, alle Zufahrtswege abgeschnitten haben, jemand kann da nicht kommen, ja, natürlich, und dann will gleich ein neues Date ausmachen, ja, okay. Aber wie gesagt, wenn das schon losgeht mit Dates absagen, ihr wollt nicht so Position 587 in irgendeiner langen Reihe sein, ne? Dann datet nicht, wenn ihr euch zu einsam fühlt, das ist wie hungrig essen gehen, ne? Akzeptiert nicht nur jemand, nur weil ihr gerade horny seid oder so, gibt es auch andere Möglichkeiten. Also, wie gesagt, das ist immer der schlechteste Grund. Also klar, wenn ihr auch nur, aber was heißt denn das? Nur Sexualität, was heißt denn das? Also, es entstehen ja trotzdem Gefühle, es entstehen trotzdem Bindungen. Du lässt das Energiefeld von jemand anders in dich rein. Also sei da wirklich picky und lass dich nicht nur einfach von deinem Dopaminrezeptoren daten, daten sage ich schon, leiten so, ne? Das ist keine gute Idee. Das führt zu diesem dopaminorientierten Lebensstil, wo man so einen Kick nach dem anderen sucht und ja, aber das ist auf die Dauer, tendiert das dazu, eher leidvoll zu sein als spaßig, ne?
Auch wenn die ganze Welt scheinbar manchmal so das Gefühl hat, zumindest in Großstädten, weiß ich nicht, keiner meint mehr irgendwas ernst oder weiß ich nicht, muss ich jetzt auch Polyamor daten? Nee, du musst einen Scheiß, ne? Du musst einen Scheiß und es wird immer noch genug Leute geben, die genau das wollen, was du willst, ne? Ja, und dann last but not least, so ein Dating-Prozess, das sage ich ja mal wieder, mit Progredenz, Intimität, diese ganzen Sachen, weiteres dazu, wie gesagt, in meinem Dating-Kurs, den ich euch nur sehr ans Herz legen kann, oder auch, wenn ihr tiefer gehen wollt, die Dating-Coach-Ausbildung, die ist ja jetzt auch bald startet, zusammen mit meiner Einzel- und Paar-Ausbildung, könnt ihr euch auch mal angucken, auf liebeschipp.de. Unter Ausbildung gibt es auch noch so einen Frühbucherpreis. Achtet darauf, dass es langsam und stetig mehr wird. Also dieses langsam ist wichtig, natürlich nicht zu langsam, dieses stetig ist vor allen Dingen wichtig. Ihr wollt nicht jemand daten, der nach einem Date sagt, also du bist die Mutter meiner Kinder und nach drei Dates weiß er nicht, ob er Zeit hat für euch. So, ne? Das ist kein, also ein wirklich gesunder Dating-Stil, der baut darauf auch aus, dass man sich erst nicht kennt und sich dann mehr kennenlernt und immer mehr passiert. Der baut nicht darauf auf, wie in toxischen Beziehungen, dass du nach einer Minute denkst, das ist mein Seelenpartner, vögelt euch die Seele aus dem Leib und ja, und zwei Dates später stellt sich raus, der ist gar nicht Single, hat 5 Kinder, Frau ist zu Hause, betrügt gerade seine Frau, ist ein Narzisst, was auch immer. Das wollt ihr alles nicht, ne? Hoffe ich zumindest, dass ihr das nicht wollt. Also wirklich, achtet auf diese stetigen Dating-Prozesse und natürlich dürft ihr euch in diese Emotionswelt, deswegen macht man es ja auch, reinwerfen, aber lasst nicht euren Kopf außen vor, ne? Gut, wahrscheinlich gibt es noch mehr Sachen, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch noch mehr einfällt. Genau, vielleicht sehen wir uns Liebeschipp-Party in Hamburg oder auf der Veranstaltung in Leipzig oder in Berlin. Findet ihr auch auf Eventteam und wir sehen uns bald wieder. Ciao, Lieben. We'll be right back.